Ich sag mal so, ich hab jetzt genug. Ratzfatz. Dankeschön. Upsala. So, mein lieber Freund. Die sieht geil aus, die Waffe. Kann die alles. Bergebaustrahl habe ich. Dann hat sie noch einen Kampfversteck der Tau. Erhöht die Laserschaden. Okay. Verlängert die Zeit zwischen den Ablenkzeiten des Bergbaustrahls. Okay. Der Laserschaden im Kampf wieder erhöht. Ja. Ist gut. Ist das? Aufprallschaden, Sigma, Schüsse des Blitzwerfers, so, ja, ich, nehme ich einfach, ne, man kann nichts falsch machen, finde ich. Geil. Gucken wir mal. Da ist meine Waffe, da ist mein Schiff. Schon eine fette Waffe, kann man mal sagen, ne. Sieht irgendwie aus wie bei Destiny jetzt. Aber machen wir mal ein Screenshot, weil es so schön war. Okay. So, dann. Was mir fehlt, ist ein Analysierer. Ich brauche Eisen, okay. Kann ich noch ein Ding machen? Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichem Material oder die Nachladezeit für Blitzwerfer. Was haben wir noch? Was Reichweitenerhöhung Sigma. Aufspürung des Scanners wird erhöht. Das ist gut. Platin. Kohlenstoff. Das sollte ich hinkriegen, ne? Platin, Tamium und Kohlenstoff. Ich muss jetzt erstmal hier mein Ding auffüllen. Fällt mir gerade auf. Das hier. Kann man noch so zum... So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen wieder farmen hier. Komme ich nicht heraus da? Nein! Falsche Tür. Sieht schön aus hier. Yo. Mach ich da mal schnell ein, falsche Buff. Hallo, Raumschiff. Analysierer installiert. Das gibt's nicht. Ich muss erstmal gucken, wie das hier alles geht, ne? R2 aktivieren, präzise Laserstrahl, Bergbauer. Okay. Ja, dann schieße ich einfach da. Mach ich, oh, da war noch. Der Einsatz kann den Tod der anvisierten Entität an sich ziehen. Okay. Was denn? Wirbelwürfel.
Okay, dieser Würfel. Ist bestimmt was wert. Mal gucken, was sie bringen. Das war natürlich die falsche Taste. Oh. Dichte Metallobjekt, die sich vor langer Zeit und extrem selten und sehr wertvoll. Insgesamt je Unit 24.000. What? Das ist genau meins. In welchem Ding war ich denn jetzt da, ne? Ich hab ihn doch schon entdeckt. Minus 1,7%, egal. 97.000 sind 97.000, ne? Kann man nichts dagegen argumentieren. Gehen wir mal zu diesem Fuzzi. Der sieht ziemlich traurig aus. Ja, du kriegst alles, was ich habe. Ich will nur dein Leben. Kohlenstoff! Das Element langsam in einem Steckplatz in ihre Hüfte ein. Sie erwacht teilweise und bedankt sich, okay. Toto Chushamonghin. Die elektrische Lebensform schaut mich interessant an und nicht ihren Gesehen, okay. Zu helfen, jawohl! Kurvax gelernt. Dankeschön. Also was macht er jetzt? Ich gehe wahrscheinlich böse auf den Sack. Die Lichtige, nice. Dankeschön. Für was auch immer. Oh, ich drück immer das. Geldmacher. Oh yeah. Money, 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 money. It's all about that money. All about the fame. All about the what? All about the green. Was hab ich denn da? Ein mikrodichtes Gewebe. Das ist, ja, warum nicht, ne? Kann ich echt nichts erforschen. Egal. So, mal gucken. Vielleicht brauche ich das mikrodichte Gewebe ja für irgend so einen Quatsch. Ich bräuchte halt diesen Hyperantrieb, ne? Dynamischer Resonator. Stelle Produkte im Inventar. Ja, dynamischer Resonator. Kann man doch hier kaufen, ne? Oh, meine Energie ist mal wieder niedrig, wer hat's gerecht? Who would have thought that? So, was haben wir denn noch hier so? Die Munitionskapazität des Blitzwerfers wird erhöht. Nö, die Bergbaustrahle wurde modifiziert, um die Zeit zwischen Ablenkzeiten zu verringern. Nö. Reichweiten, das wollte ich nämlich. Da brauche ich Platin und Tamium. 13 und 15. Okay, dann gehen wir mal zu diesem Händlertyp. Teil. Terminal. Wo bist du? Da bist du. So, ja, ich möchte was kaufen.
Und zwar bräuchte ich einmal. Platin brauche ich 15, glaube ich. Dankeschön. Jetzt bräuchte ich noch das nicht. Jetzt bräuchte ich Tamium. Bräuchte ich 30, wenn mich nicht alles täuscht. So. Dankeschön. Jetzt bräuchte ich noch den hier. Servus. Ich danke dir. Du bist echt ein fetter Typ. So, jetzt kann ich nämlich hier. Erstmal muss ich mein Lebenserhaltungsding da auffüllen. Sonst nicht mit Tamium. So. Falsche Taste. Hyperantrieb herstellen. So. Kann ich nämlich dann. Voila. Jo, jetzt habe ich einen Hyperantrieb. Was kann ich hier noch machen? Wird verstärkt, um diese Steuerung des Terrains zu beschleunigen. Funktioniert automatisch nach dem Bau im Multiwerkzeug. Okay. Schnellere Bergarbeiter bei ressourcenreichen Materialien. Nämlich das oder nämlich das. Funktioniert automatisch nach dem Bau. Der Nutzer verfügt über einen schnellen Elementarbau aus Kristallen, Felsen, planetaren Vegetation. Machen wir einfach das, wird schon passen. So, jetzt haben wir Maximum Power. Jetzt kann ich nämlich auch. Who would have thought? So, jetzt habe ich nämlich auch mega weit die Sicht anscheinend, aber irgendwie gibt es hier nichts. Das ist natürlich schade. Gucken wir mal, wie schnell das jetzt geht. Ist auf jeden Fall schneller wie vorher. Hi. Oh. Hi. Stirb! Was willst du machen? Überall sind Wächter. Kommt her! Ihr Schlampen, möchte Einheit deaktiviert. Was ist das? Das ist ja geil, von denen kriegt man die Dinger. Ja, da war da nicht mehr Wächter drin, oder was? Wo denn? Wo ist die andere? Jawohl. Eine Technologie entdeckt. Die Munitionskapazität des Blitzwerfers wurde. Jo, danke schön. Das ist voll geil. Ich hole die Dinger jetzt immer weg. Da unten ist irgendwo. Gott, krieg ich da. Komme ich da hin?
glaube, ich werde sterben. Naja, was soll's. Ich glaube, ich hole mir mein Flugzeug, ey. Ganz ehrlich, nicht, dass ich da... Und ich habe auch wahrscheinlich ein volles Inventar. Gut geht eigentlich. Hyperantrieb. Warpzelle. Sammle Warpzelle, um Hyperantrieb aufzuladen. Okay, da muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht auch sogar kaufen kann. Oh, da drüben war ich noch gar nicht drin. Das ist super.